Na, hallihallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Kloxen. Wir spielen Flatout Ultimate Carnage. Weiter. Im Flatout Mode. Und zwar, ja, Rennklasse Racing Liga quasi. Wir haben uns in der letzten Runde den Longshare hört sich besser an, geholt und ein bisschen aufgetuned. Und dann machen wir nämlich direkt hier weiter mit dem Racing Twilights Cup. Was haben wir denn da? Achso, ja gut, von Tag nach Abend nach Nacht, so wie es aussieht. Bin sehr gespannt. Da fangen wir direkt mal los. Wasserkanäle 2, alles klar, bin ich schon gefahren. Kenne ich alles. Kenne ich alles, hat er alles. Laden wir uns nochmal weg hier. Kamera läuft, Mikrofon läuft. Ja, ich habe nichts umsonst gesagt. Super Sache, ist immer schön. So, machen wir uns mal angucken, wie der Longshare so fährt. Hat direkt mal ein bisschen mehr Saft unter der Haube, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was der Jason da wollte. Oh mein Gott. Und schon sind sie alle vorne. Also vielleicht haben sich jetzt doch einige an den Kopf gegriffen, dass ich mir den Longshare geholt habe. Ich hatte halt nicht jetzt aufgepasst, in welcher Kategorie von den Rennwegelchen hier der Longshare gefahren ist bzw. freigeschaltet wurde. Es wurden am Ende des letzten Cups neue Wagen freigeschaltet, habe aber nicht aufgepasst, ob damit der Longshare dazugehört hat. Es kann also durchaus sein, dass ich jetzt nur einfach einen geholt habe, der... also auch einen der Startwagen oder so. Dass ich dafür jetzt vielleicht Kraft eingeboost habe oder plus minus null veranstaltet habe. Ich weiß es jetzt nicht. Fährt sich bis jetzt gerade ganz gut. Vielleicht doch ein bisschen schwach im Vergleich zum Nevada, was wir vorher hatten. Aber er ist ein bisschen schneller, merkt man. Spannend ist es bis jetzt allemal. Das könnte an der Strecke liegen, das könnte an den anderen Fahrern liegen, es könnte sogar an mir liegen. Auf jeden Fall hat das Sally jetzt nicht so gut gefunden hier. Huhu. Einfach mal schön aus der Kurve raus beschleunigen. Und vielleicht den Jack gegen die nächste Bande hauen. Oh nein! Da war der Jack nicht schnell genug. Schade. Na gut. Hätte ja klappen können. Wäre schön gewesen. Jetzt vielleicht nein. Oh. Ist okay. Zu viel Blödsinn. Zu viel Blödsinn. Irgendwann klappt's. Irgendwann haue ich die so gegen die Bande. Und nicht mich. Ach man. Der Einzige, der Schaden hier hat, das bin ich. Super. Und die Chill. Ja, der Wagen hat nicht so viel... Der hat nicht so viel Gewicht, ne? Wie der Nevada vorher. Warum will ich ständig Ranger sagen? Das merkt man total, wenn man hier... was nu? Irgendwo war da eine Kante. Das merkt man sofort, wenn man hier andere Autos wegrammen will. Dass der einfach nicht so viel Gewicht aufzubieten hat. Ich meine, spannender macht es schon... Oh, mein rechtes Rad eiert übelst. Wird er das Rennen überstehen? Wird er den Cup gewinnen? Wird er explodieren? Fragen über Fragen, das alles in der nächsten Folge. Nein, jetzt. Thank you.
Immer die rechte Seite. Ist der Rad noch dran? Ja. Muss man ja mal kontrollieren. Jetzt ist diese blöde Huckel hier. Mann, 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 Mann. Dieser blöde Huckel, der fällt mir immer erst in der zweiten oder dritten Runde auf. So. Erster aber. Da können wir schon mal gegen den Pfeiler fahren. So, das war auch schon ein bisschen spannender als das letzte Rennen, so wie es aussieht. Schnellste Runde und Bulldozer und Jason Walker ganz vorne, alles klar. Gab es bei dir noch was hier? Muss ich doch direkt mal gucken. Ah ja. Okay, mehr Beschleunigung brauchen wir eigentlich gerade mal nicht so. Ich hätte jetzt echt gern... Oh, hier ist gut, hier ist gut. Fahrverhalten und Kraft, das können wir gebrauchen. Das nehmen wir mit. Noch mehr Fahrverhaltenskraft ist hier noch. Okay, da haben wir leider kein Geld für. Das ist total schade. Nehmen wir es halt beim nächsten Mal. Entschuldigung. So, City Central 2. Wieder die schnuckelige Baustelle. Wo irgendwie alle durch wollen. So geht das. Wow, das war ja genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht. Oh Gott. Ach, die Kurve, die kenne ich auch noch. Die Kurve kenne ich ja nur auch noch. Jetzt juckt mir die Nase. Wie immer. Wie immer, wenn ich keine Zeit habe. Tja, das war wohl nichts. Und vier Runden und schon wieder vorne in der zweiten Runde. Ach man. Warum ist das immer bei vier Runden so? Ich meine, ich habe das letzte Rennen zwar gewonnen, aber da hätte ich dann auch eine extra Runde brauchen können. Einfach so. Also da hätte ich sie mehr gebrauchen können als jetzt hier. Oh Gott. Von schräg nach schief. Schön. Ui. Na gut. Wenigstens nicht mit Absicht. Hatte ich letztes Jahr schon erwähnt. Mit Absicht Scheiß bauen, das geht meistens in die Hose. Oh Gott, ich wollte nicht geradeaus. Mist. Ui. Na gut. Dann fahren wir halt hier lang. Da sind sie. Da war er. Hoppala. Ich wollte doch eigentlich andersrum. Der Lewis, der hat gar keine Tür mehr. Warum hat denn der keine Tür? Das zieht doch bestimmt. Alter, Sally. Junge. Ah, das mit der Schanze lassen wir aber heute. Da wollte ich aber auch nicht lang. Auch schön. Ach ja. Schön, doch noch Erster. Freut mir. Jack ist Schrott. Jack ist Schrott. Lader da. Ding dong, Jack ist Schrott.
Oh. Ding dong, da lag ein Auto. Ja, Autowagen. Hey. Lass mich durch. Oh Gott. Da wollte die Lay einfach mal vorbei. Aber das hat sie sich so gedacht. Was hab ich denn da? Ist das meine Tür? Die ich da mitnehme? Ist das eine Tür? Nee, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas nehme ich hier mit, was ich nicht mehr brauche. Na gut. Schönes Ding. Schönes Ding. Gefällt mir. Das hat Spaß gemacht. Platz 1 ist natürlich immer gut. Was war denn das jetzt hier gewesen? 3000. 3500. Nein, nee, dann beim nächsten Mal. Ich weiß, ich hätte jetzt auch die andere Kategorie durchgucken können, aber ist mir gerade egal. Da war jetzt keine Bestzeit dran, ne? Das heißt, Neuland mit der letzten Strecke hier sowieso aus Downtown 3. Wieder eine Baustelle. Und eine komische Kurve. Na toll. Noch eine komische Kurve. Ich mag keine 90 Grad Kurven. Hier will ich auch mitmischen. Die Jill hat es gerade nicht leicht. Meine Güte, man kann schon Randale hier vorne. Ist dunkel heute. Ganz schön dunkel hier. Ich glaube nicht, dass sie da lang wollten. Irgendwie zieht mein Wegelchen gerade nach rechts. Ich weiß gar nicht wieso. Jetzt geht's wieder. Hui, da ist was kaputt gegangen. Und hier haben wir auch schon die erste ekelhafte 90 Grad Kurve. Die nächste kommt da vorne. Und noch eine, meine Fresse. Das nimmt doch den ganzen... Oh, toll. Das nimmt doch den ganzen Schwung aus dem Rennen. Diesen hässlichen... Kurven. Guck mal, diese hässlichen Kurven. Ach so, Einkaufszentrum. Ist das das gleiche? Sieht nicht so aus. Jack, du bist im Weg. Du auch. Frank. Oh, 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 oh. Okay. Das ging ja gerade nochmal gut. Ach, das war gerade ein Stuhl. Ich dachte jetzt echt, da ist einer auf der Straße. Irgendein Typ. Aber nein, das ist ja ein familienfreundliches Spiel hier, wo nur die Fahrer verletzt werden. Ich bin Platz 6, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da sind ja noch ein paar Leutchen vor mir. Huch, wer blendet mich da? Der Lewis, da war er. Der Jason, da ist er. Mann. Ich drehe mich in den steilen Kurven immer ziemlich arg. Das bremst aus. Hoppala. Das bremst so raus. Hey, so. Sally. Sally, alte Schrippe.
auch soweit einen schönen Klang, das Wägelchen hier. Muss ich ja sagen. Tja, Lay, was willst du machen? Zum Beispiel nicht gegen die Kante fahren. Verdammt. Ah, schon wieder viel zu weit gedreht. Mann. Das war schon fast besser. Wenn ich jetzt noch einen Ausgang treffe, alles klar. Huch. Ja, was soll denn das immer? Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist hier immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, was für... Oh. Okay, höchstens Zweiter. Das ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen, wo man jetzt bedenkenlos drüber rauschen kann und was einen einfach mal aus dem Weg haut. Was machen die da? Okay. Aber Zweiter. Zweiter ist okay, weil zweimal erster Platz reißt das Ganze natürlich raus. Jo, es gab satt Kohl. Tja, das war der Racing Twilights Cup. Abgeschlossen mit dem ersten Platz. Da freue ich mich natürlich drüber. Und 3500 Kröten ist auch gut. Und jetzt achte ich ganz besonders drauf, wenn jetzt natürlich neue Sachen freigeschaltet werden. Was heute natürlich nicht der Fall ist. Speedball Rennen. Ja, ist natürlich die neue Klasse hier gewesen. Da wird natürlich bis nach dem Special Cup nichts Neues freigeschaltet, okay. Oh mein Gott, was kommt denn da noch? Super. Super Sache. Ja, wie gesagt. Racing Twilights Cup, ich mache gerade die Abmoderation viel zu früh, weil man kann ja noch in den Upgrade-Shop gehen. Und da wie ein Bekloppter durchgucken, bis man was findet, was man noch nicht gekauft hat. Das zum Beispiel. Und auch den Rennkrümmer kann man noch mitnehmen. Dann sind wir auch hier fertig. Die Reifen hatten wir ja auch schon soweit und Suspension. Suspension fehlt noch. Das merke ich mir natürlich nicht, aber es ist gut, das zu wissen. Gut. Das wär's für heute. Mit Flatout Ultimate Carnage. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Jake Kloxen. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.